In dem Video geht es darum, wie man beim Automatik T4 den Anlasser wechselt. Das ist jetzt ein Beispiel von einem VR6 mit einem AES-Motor, gilt aber grundsätzlich für alle Automatikgetriebe. Also egal, ob es die Benziner mit 2,5 Liter sind oder die TDI-Motoren, wenn da ein Automatikgetriebe ist, dann ist das die Art und Weise, wie man den Anlasser auswechseln muss. Hier sind mal die beiden Anlasser im Vergleich, also von einem manuellen Schaltgetriebe und von einer Automatik. Und der größte Unterschied liegt darin, dass die manuellen sind mit drei Schrauben verschraubt, ne? Während die Automatiks nur zwei Schraublöcher haben. Hier ist zwar oben noch ein drittes Loch, aber da wird irgendwie nichts angeschraubt. Also der Anlasser, der Automatikanlasser, der wird ja auch bei diversen anderen Fahrzeugen noch verbaut. Ist ja so ein Universalteil. Und beim T4 Automatik, da ist er tatsächlich nur an diesen beiden Löchern verschraubt. Ja, während da eben bei manuellen Schaltgetrieben mit drei Schrauben festgemacht ist. Ja, das ist erstmal der große Unterschied. Der Anlasser sitzt hier am Rade und dann hier so darunter. Da ist er schon. Das ist übrigens schon der neue. Dreht das Video in umgekehrter Reihenfolge, aber da, wie man den einbaut bzw. ausbaut, das zeige ich in dem Video. Was ihr als erstes machen müsst, wenn ihr den Anlasser bei dem VR6 tauschen wollt, ist natürlich die Motorwanne abbauen. Video dazu in der Beschreibung oder oben in der Ecke. Einfach mal klicken, habe ich schon gemacht. Dann müsst ihr die Batterie abschließen. Minuspol zuerst. Warum? Ihr habt auch nochmal ein anderes Video. Wieder in die Ecke gucken, angucken, dann wisst ihr warum. Und wie man es auch wieder anschließt. So, und nachdem ihr die Batterie abgeschlossen habt, ist halt der erste Schritt, den ihr machen müsst, den Kabelboost hier abzuschrauben. Also das ist hier der Magnetschalter von dem Anlasser. Also der Anlasser geht mal hier nochmal so runter. Der sitzt hier. Na, hier ist der Magnetschalter. Da sind, in meinem Fall sind da drei Kabel dran auf der Schraube. Dann ist hier unten noch ein kleineres, eine kleinere Leitung dran. Die ist hier selber schutzisoliert, aber mein Kabelschuh guckt hier raus und das ist so ein bisschen gefährlich, weil das hier ist Metall und das darf nicht mit in Verbindung kommen, weil hier Spannung drauf ist. Also das im Zweifelsfall nochmal irgendwie separat abisolieren, ein Kabelschrumpfschlauch oder irgendwie sowas drauf, dass er ganz sicher sei, dass es da nicht zu einem Kurzschluss kommen kann. Genau, den Kabel hier, der von der Lichtmaschine kommt, den kann man abmachen, damit er eben nicht im Weg ist. Muss man aber nicht. Den Kabel hier vom Getriebe kann man auch abmachen, damit er eben nicht im Wege ist. Muss man aber auch nicht, aber zu empfehlen ist es. Ja, genau. Und wenn er das wieder einbaut, dann in umgekehrter Reihenfolge haltet das Ganze dann da wieder anschließen. Da ist das Loch, wo der Anlasser reinkommt und der Anlasser liegt hier unten. Und jetzt ist es so, dass sowohl das obere Loch als auch das untere Loch, der ist nur mit zwei Schrauben festgemacht, ist mit diesem Bolzen hier festgemacht. An dem hinteren, also den oberen, da sitzt die Schraube. Also jetzt die Schraube hier so drin und da ist nochmal ein Massekabel. Diese fette Massekabel hier, das ist an dem oberen hinten festgeschraubt und die gleiche Schraube mit nochmal einem Bolzenkopf oben drauf ist unten nochmal. Und da sind, ja, da ist hier der Halter für so ein Rohr, für so ein Kabelrohr irgendwie dran. Man kommt relativ schlecht dran. Also man braucht eine Verlängerung. Man braucht immer eine kleine Verlängerung, um die Schraube abzubekommen, die hier auf dem Bolzen sitzt, wo der Massekabel drauf ist. Und dann braucht man nochmal eine andere Verlängerung mit einem 16er, also das war ein 13er, mit einem 16er Aufsatz, der dann so ganz knapp, arschknapp am Anlasser vorbeigeht und dann hier so ruff. Und das war eben ein ganz schönes Gewürge. Und ich hab's auch am Ende tatsächlich nur mit einem fetten Schlagschrauber geschafft, das abzubekommen. Also Vorsicht, also sozusagen den das drauf geprügelt, die Verlängerung, richtig so mit dem Hammer, dass das vernünftig gesessen hat. Quasi hier so, einmal so von hier oben durchgeführt. Ne? Und dann halt richtig angeklopft und dann den Reifen so ein bisschen zur Seite gedreht, weil der Schlagschrauber hat ja einen relativ großen Körper im Vergleich zu dem kleinen Schlagschrauber, der hat das übrigens nicht geschafft. Und naja, und dann hab's eh einen Ruck und dann war er ab. Aber das ist auf jeden Fall keine Freude, das Ding abzumachen.
So, und dann kommen wir gleich nochmal zur Materiallehre. Also es gibt für den VR6, wie bei vielen anderen Anlassern, gibt es zwei verschiedene Varianten, die passen aber beide. Und die hier solltet ihr euch holen. Da ist der Körper zwar ein klitzekleines bisschen länger, das ist aber egal, weil nach hinten raus ist da hier noch Platz. Wichtig ist, dass der, also hier ist er, sieht man ja schon, der ist hier irgendwie gut abgearbeitet, ist, dass der selbsttragend oder selbstführend ist, während der hier in so eine Messinghülse einfluchtet. Ich hoffe, dass man das irgendwie, dass ich das hier irgendwie einfangen kann. Ich leuchte da mal rein. Also da, dieses Loch, was da hinter dem, hinter der Schwungscheibe ist, da ist eine Messinghülse drin. Die muss man, wenn die verschlissen ist, auch ersetzen, wobei die da drin ist, die sieht eigentlich noch gut aus. Wenn man die andere, wenn man die alte Art von Variante von dem Anlasser benutzen will. Zukunfts-Daniel hier vom Schnitt. Also, was ich noch vergessen hatte zu sagen, ist, dass im T4-Wiki steht, dass wenn man den geführten Anlasser durch den ungeführten ersetzt, dass man dann die Hülse rausmachen soll, damit die sich dann nicht in dem an der Schwungscheibe quasi selbstständig macht. Und ja, genau, also entweder die rausholen mit einem mit einer langen Zange oder irgendwie mit Epoxidkleber einkleben oder festkleben, haben die gesagt. Ja, ob ihr das jetzt macht oder nicht, müsst ihr selber entscheiden. Bei mir war die Hülse so bombenfest drin, dass ich da nichts weiter gemacht habe. Also dann fluchtet halt das Ding hier da hinten ein. Und diese Welle hier, die schlägt einfach gerne aus. Das ist irgendwie der Hauptgrund, warum die Dinger kaputt gehen. Dass sozusagen der, also davon abgesehen, dass der Magnetschalter auch gerne seine die Hufe hochreißt. Und natürlich darf man nicht vergessen, die Kohlen hinten am Anlasser, die auch gerne verschleißen, wenn der Anlasser schon alt ist. Also es kann sein, dass der Anlasser vorne noch gut ist, das Lager noch gut ist, der noch gut einfluchtet, aber die Kohlen den einfach nicht mehr zum Drehen bringen. Dann kann man die Kohlen auch ersetzen. Das kann ich eventuell mal in einem anderen Video zeigen, falls mir mal so ein Anlasser in die Hände kommt, wo sich das noch lohnt, das zu machen. Ja, also das sind die drei Gründe. Magnetschalter, das Hauptlager und die Kohlen. Aber wenn hier sozusagen, wenn das nicht richtig einfluchtet, dann liegt das allermeistens daran, dass hier das ganze Spiel bekommen hat, weil das eben nicht selbsttragend ist, sondern der schießt quasi beim Anmachen, schießt diese Ding so nach vorne, fluchtet da in diese Messinghülse ein und kann dann quasi erst die Schwungscheibe drehen. Und ja, das ist halt blöd, weil wenn das irgendwie so ein bisschen ausgeschlagen ist, dann trifft das die Messinghülse nicht. Das ist ja alle eine relativ feine Abstände da. Und dann, genau, und dann startet er einfach nicht. Und man hört immer nur dieses komische Geräusch, dieses Tratsch, was dann so viel bedeutet, wie dass nur die vordersten Zähne irgendwie an der Schwungscheibe knabbern. Aber das ganze Ding eigentlich ja nicht richtig drin ist. Dann lässt man los und probiert man es nochmal. Und deshalb geht er dann halt danach auch an, weil er dann irgendwann dann doch einfluchtet und irgendwie das macht. Und das ist halt der Vorteil an diesen selbstgeführten. Wie gesagt, die sind, ansonsten sind die technisch identisch. Darf man abgesehen, wie gesagt, dass der hier ein kleines bisschen länger ist. Und der hat halt das Problem nicht, weil die Führung irgendwie hier über so ein dickes Kugellager und eine fette Welle irgendwie passiert, intern. Und dem ist es egal, ob der da irgendwie in das Loch fluchtet oder nicht. Ja, also wenn er euch einen kauft, kauft euch lieber den. Wie gesagt, den gibt beide noch zu kaufen. Wobei meiner Meinung nach das Ding hier aussortiert gehört aus dem Existenzbereich der Menschheit. So, hier ich jetzt nochmal im Vergleich ein Beispiel zwischen einem stark ausgeschlagenen Anlasser und einem leicht ausgeschlagenen. Das ist der jetzt hier aus dem VR6, den ich ausgebaut habe, also von dem Automatik, wo das hier so ein bisschen wackelt, aber das reicht halt schon, damit der nicht mehr richtig einfluchtet und hier die Zähne schon anfangen, sich abzuarbeiten. Und bei dem Anlasser hier, da wurde halt ganz lange weiter mit gefahren und einfach damit gelebt, dass das quasi immer mal wieder nicht einspurt. Und dann sieht man hier richtig, wie sich ganz übelst die Zähne abarbeiten. Und das kann dann auch dazu führen, dass wenn man das immer weitermacht, dass dann da eventuell die Schwungscheibe beschädigt wird, also die Zähne, wo man da einrastet. Wobei grundsätzlich die Schwungscheibe das härtere Material ist, als das von dem Anlasser. Damit, also der Anlasser verschleißt zuerst. Aber man sieht es ja hier schon schön, wie krass die Zähne abgearbeitet sind, ne? Ja, und wie gesagt, hier sehr großes Spiel, weil quasi das Hauptlager, was hier so in der Mitte ist, bei dem hier komplett schon verschlissen ist. Und bei dem hier, naja, der ist auf jeden Fall hier zwar auch schon verschlissen, aber bei weitem nicht so sehr wie der hier. Also beim Einbauen ist es zu empfehlen, dass man zuerst die untere Schraube festmacht, weil die untere Schraube, da weiß man dann schon, wo das Loch ist.
Und wenn die untere Schraube sitzt, dann ist das obere Schraubloch auf jeden Fall an der richtigen Stelle und das untere kann man so halbwegs sehen. Na, also man kann sich sozusagen das Ding so ein bisschen zurecht wackeln, nach links und nach rechts. Und dann dreht man das erstmal so handfest an. Kleiner Tipp, falls ihr euch die hintere Schraube beim Abmachen so ein bisschen vergurkt habt und keine neue gekauft habt, die kann man bei VW kann man die noch kriegen, dann macht die vergurkte lieber vorne drin, weil da kommt man wenigstens vernünftig dran. Und für die hintere, da müsste man jetzt optimalerweise hier so durchgreifen. Also hier ist, ne, hier ist das Rad. Und dann müsste man hier so durchgreifen, aber das kann man natürlich nicht machen. Und aber da kann man über den Magnetschalter von dem Anlasser so drüber greifen und dann, naja, sehen, ich weiß ja nicht, ob das irgendwie einfangen kann. Und weg ist er. Genau, aber ich habe ihn wieder. Naja, und dann kann man das da versuchen, oben einzufädeln und das schafft man auch. Jetzt, nachdem man es mit der Hand festgeschraubt hat, kann man wieder, wie gesagt, hier ist das Rad, dass man mal so eine Orientierung hat, wo wir sind. Hier ist das Getriebe. Kann man hier sehen, den da so dran vorbeiführen am Anlasser. Und dann braucht man so ein bisschen Feingefühl, um das einzufädeln. Beziehungsweise man kann halt von oben wieder über den Magnetschalter rübergreifen und dann hat man den. Ja, und dann kann man halt hier eine Ratsche ansetzen und das Schrauben. Ich habe es hier mit dem Milwaukee gemacht. Und ja, das ist halt hier in dem Fall eine lange Verlängerung mit noch einer langen Nuss. Ich messe das mal aus und schreibe das ins Video, wie lang das ist, weil das ist die ziemlich optimale Länge, um das dafür zu machen. Könnte eventuell sogar noch ein klitzekleines bisschen länger sein, damit man hier einen noch optimaleren Winkel hat, weil wenn man das hier so drauf steckt, dann ist der Kopf von dem von der Verlängerung ja hier noch so am Rahmen. Und wenn das noch müh länger wäre, die Verlängerung, dann wäre der Kopf sozusagen außerhalb von dem Rahmen und man würde noch so ein bisschen höher kommen eventuell. Ja, also insofern vielleicht das nochmal etwas finden, was nochmal 5 cm länger ist. Aber ja, wie gesagt, das geht so gut und das ist jetzt auch stabil. Wie gesagt, auf der oberen ist jetzt noch diese Masseleitung drauf geklemmt. Ja, da kommt dann die Masseleitung und die passende Mutter drauf. Diese Masseleitung, die man hier anschließt, ist übrigens eine relativ zentrale Masseleitung. Hat der Wagen ja ein paar, aber umso besser die Masse, umso besser funktioniert die ganze Elektrik. Das heißt, bevor das anschließt, das ist ja mal dem ganzen Schmutz und Schlotz ausgeliefert. Und wie man hier schon sieht, ist der Kontakt auch nicht mehr einwandfrei. Dann bearbeitet das irgendwie, dass das vernünftig aussieht. Also so sieht's aus, nachdem man das bearbeitet hat. Ne? Ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber hier kann auf jeden Fall wieder vernünftig der Ström geleitet werden. Und günstigerweise macht er da noch irgendwie Polfett dran. Also ne, was für die Batterie gut ist, das kann für den Kontakt nicht schlecht sein. Das sorgt dafür, dass das alles nicht so schnell korrodiert. Ja, Liki mit wie Molly Polfett, aber da kann man irgendwas anderes nehmen. So, beim Abmachen wie beim Dranmachen. Für die vordere Schraube, wo der Massekabel drauf gemacht wird, wie gesagt, kann man von hier oben über den Anlasser drüber greifen und also hier so drüber greifen. Ich hoffe, dass man das irgendwie sehen kann. Und dann quasi von hinten an den Bolzen kann man da anfassen. Und ja, ich habe relativ viel Kraft gebraucht, um das abzubekommen. Die Schrauben, die halten an und für sich alle so ganz gut. Macht das echt nicht zu fest. Denkt an den nächsten, der da kommt. Und das ist hier ungefähr die optimale Länge, also 2 kurze Verlängerungen und eine lange. Das messe ich auch nochmal aus, wie lang das ist. Und wenn ihr habt, dann hier so eine Ratsche, die hier mit so einem Winkel ist, weil das ist alles so, also die man hier abwinkeln kann, weil das ist alles doch ziemlich eng da. Die gibt es ab und zu mal bei Lidl als Koffer für 15 bis 20 Euro im Set. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Also die haben bei Lidl sowieso immer mal wieder ganz gutes Werkzeug für wenig Geld und ab und zu haben sie halt mal dieses Set, wo die Knarre halt nicht eine Starre ist, sondern eben halt die mit dem Winkel hier. Diese Schrauben, die sind nicht, die halten nicht ganz so viel Drehmoment aus, deshalb ist der nicht ganz so robust wie die anderen. Aber gerade für so eine enge Situation bietet sich der bzw. welche, die so ähnlich funktionieren wie der, auf jeden Fall an. Also ja, genau. So, und jetzt gucken wir mal, ob der Gute hoch anspringt, wie er soll. Ja, wunderbar. Alles läuft wieder. Anlasser ist getauscht. Wunderbar. Freue ich mich, endlich einen Selbsttragenden zu haben, der nicht mal dieses Problem hat hier mit der Führungshülse. Ja, so.
So funktioniert es. Link in der Beschreibung zu dem Anlasser, zu dem Werkzeug auch und zu den anderen Videos. Und ja, lasst einen Daumen da. Übrigens, wenn ihr Werbung von dem Video gesehen habt, dann liegt das nicht an mir. Ich bin nicht monetarisiert und YouTube schaltet aber für meine Videos trotzdem Werbung, von denen ich 0 Cent sehe. Also abonniert, dann kriege ich auch eventuell mal was von dem Geld ab. Und ansonsten ärgert euch nicht über mich, wenn ihr die Werbung sieht, sondern über YouTube.